So, einen wunderschönen, was ja nicht gerade noch heller, was ist jetzt los? Naja, heute ist das Licht wieder nicht ganz so geil, aber ist egal. Ich war auch noch nicht, wie man sieht, mich frisch machen, aber wozu vorher machen? Also ich will ja, dass dieses Video ganz schnell zeitig hochgeht, deswegen habe ich mir gedacht, nimmst es direkt auf und machst dich danach frisch. Wo ist denn meine Mütze, damit ich meine hässlichen Haare verbergen kann? Meine Mütze, mein Hut. So. Ist das die richtige Richtung? Ja. Na, sieht man auch so. Nein, so. 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 Egal, also gestern Nacht habe ich wieder irgendwann dran gedacht an das Video, aber hatte dann wieder keinen Bock mehr und keine Ahnung, jetzt wo Deutschland raus ist, wozu soll ich wieder Stress machen? Außerdem ist es ja egal, weil heute ist ja ein freies Spiel. Freies Spiel, heute ist ein freier Tag, so rum, nicht freies Spiel. Deswegen haben wir ganz, ganz doll viel Zeit und es ist überhaupt nicht schlimm, dass wir es erst heute machen. Kommen wir zu den Spielen von gestern. Senegal, Kolumbien, Japan, Polen, England, Belgien, Panama, Tunesien. Senegal, Kolumbien, da habe ich, also tippmäßig ist es komplett vorbei bei mir. Ich habe alles, ne, alles habe ich nicht falsch getippt, aber fast alles falsch getippt. Senegal, Kolumbien, habe ich auf Senegal getippt, 1-0, Kolumbien gewinnt 1-0, Kolumbien gewinnt auch verdient 1-0. Es war halt ein knappes Spiel, aber ich würde schon sagen, dass Kolumbien die spielerisch bessere Mannschaft war und, ja, aber so... Unentschieden wäre auch nicht wirklich unverdient gewesen, also ein Unentschieden hätte man sich auch nicht beschweren dürfen von kolumbianischer Seite aus, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass Kolumbien die spielerisch bessere Mannschaft war. Ich habe Senegal gegönnt, deswegen habe ich auch 1-0 verdient getippt. Eigentlich mag ich Kolumbien, gerade auch durch Falcao, aber keine Ahnung, in dem Moment war es einfach für Senegal. Ich habe sowieso gemerkt, dass ich so ein paar merkwürdige Gefühle habe, was ich will, wer weiterkommt und so. Also es ist ganz komisch. Ich habe gestern mir mal die Achtelfinals angeguckt und halt schon mal getippt und mir überlegt, was ich will, wer weiterkommt. Und da habe ich mich gewundert darüber, über was für Mannschaften ich will, oder über was für Mannschaften ich will, dass sie weiterkommen. Japan, Polen, da habe ich natürlich 1-0 auf Japan getippt. Da gewinnt natürlich Polen jetzt 1-0. What the fuck? Aber immerhin, Japan ist weiter, das ist doch schon mal nicht schlecht. Da freue ich mich, auch wenn eigentlich, die haben eigentlich so schlecht gespielt. Es sollte klar sein, dass die im Achtelfinale rausfliegen, zumal die, glaube ich, auch einen recht guten Gegner haben. Naja, die haben Belgien im Achtelfinale, Heiderösel am Montag, Belgien am Montag. Also, ich weiß nicht, es kann eigentlich nur, also Japan kann eigentlich nur weiterkommen gegen Belgien, total unverdient und glücklich. Und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen würde. Ich meine, Japan wäre dann im Viertelfinale, das wäre ganz cool, weil ich Japan mag. Aber Japan, die werden halt keinen geilen Fußball spielen. Ich denke halt eher ein Kackspiel werden, wenn die gewinnen. Hm. Von daher wird es schon besser, wenn Belgien weiterkommt. Aber soweit ist es noch nicht. Warten wir erstmal ab. Ja, wie gesagt, Japan-Polen habe ich genau umgedreht, 1-0 getippt. Also auch da gab es wieder keine Punkte. Und es war auch verdient, wie gesagt, dass Polen gewinnt, weil... Okay, die Statistik ist relativ ausgeglichen, sehe ich gerade. Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, nur parallel. Aber ich dachte, die hätten das so dargestellt, wenn Polen verdient gewonnen hätte. Keine Ahnung, da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob Polen verdient gewonnen hat, falls ihr es überhaupt gesehen habt. Ansonsten kommen wir jetzt zu den zwei anderen Spielen. England, Belgien. Ah, deswegen tippe ich immer scheiße bei Turnieren. Ich bin immer schlecht bei Turnieren. Meine Tippgemeinde ist, wie gesagt, die Bundesliga, die ich letztes Mal in der letzten Saison jetzt wieder gewonnen hatte. In der Tipprunde. Aber ja, bei Turnieren, ich weiß nicht, ich war glaube ich noch nie bei irgendeiner Turniertipprunde oder den besten Dreien am Ende, weil ich immer verkackt. Zum Beispiel achte ich eigentlich so gut wie gar nicht darauf, wie die Gruppenkonstellationen sind, was für Punkte die noch brauchen und alles beim Tippen, das vergesse ich immer. Ich denke aber jetzt in zwei Jahren, 2020 zur EM, dann werde ich dran denken und versuchen besser zu tippen, weil ja eigentlich denke ich, wäre das hier gar nicht so ungewöhnlich gewesen, 0-0 zu tippen bei England gegen Belgien, weil es beiden gereicht hat, weil Belgien eh nur Zweiter werden wollte und die Konstellation war halt vorher so, England Erster und Belgien Zweiter und nun hat Belgien doch 1-0 gewonnen. Und sind doch kein Zweiter geworden, sondern Erster. Die wollten Zweiter werden, weil sie dann, glaube ich, bis zum Halbfinale alle Spiele irgendwie hätten in Moskau machen müssen. Da wohnen die auch. Die hätten also nicht weit reisen müssen und das wollten die auch. Und als Zweiter bekommt man, glaube ich, als Erster bekommt man, glaube ich, Brasilien und als Zweiter Schweiz oder so. Und das wollten die halt nicht. Ach, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Oder man bekommt dann im Viertelfinale Brasilien. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Also jedenfalls irgendwie sowas Verrücktes. Und deswegen wollten die eigentlich eher Zweiter werden, aber die haben halt trotzdem gewonnen. Ich habe natürlich auf England getippt. Weil ich gedacht habe, wenn hier irgendjemand
Ich hatte vorher auf Belgien getippt, 2-0 glaube ich sogar, oder 2-1, und habe dann umgetippt, weil ich gedacht habe, wenn dir jemand den Gruppensieg verteidigen will, dann ist es mit Sicherheit England, und ja, ich habe mich geirrt. Die hatten zwar auch ein paar leichte Chancen, aber die bessere Chance hatten schon Belgien, also Belgien war schon die bessere Mannschaft, obwohl sie mit der zweiten Garde aufgetreten sind. Also ich denke, Belgien wird wirklich sehr weit kommen. Ob sie Turniersieger werden, werden wir sehen, aber die werden, denke ich, sehr weit kommen. Panama gegen Tunesien, da habe ich auf Tunesien getippt. Das ist der einzige Tipp von den vier Spielen, der aufgegangen ist. Ich habe, glaube ich, 1-0 auf Tunesien getippt, aber sie haben 2-1 gewonnen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Panama schießt das erste Tor, war, glaube ich, sogar das Führungstor. Aber unterm Strich hat Tunesien verdient gewonnen. Wie gesagt, das ist der einzige Tipp, der zumindest mir Punkte gebracht hat in den vier Spielen. Das ist schon äußerst, äußerst bitter. Ist das schon äußerst, äußerst bitter. Äußerst, äußerst, äußerst bitter. Weil, na, gehen wir erstmal die zwei Achtelfinale an, die morgen anstehen. Das ist einmal Frankreich, Argentinien, dann Uruguay, Portugal, also 16 Uhr und 20 Uhr. Frankreich, Argentinien, da möchte ich, also eigentlich, das ist halt das erste Merkwürdige. Eigentlich mag ich Argentinien, weil ich mag halt zum Beispiel auch Messi und so. Also eigentlich mag ich Argentinien, aber die haben so scheiße gespielt und sind so glücklich weitergekommen, dass ich einfach will, dass die rausfliegen. Das ist ganz komisch irgendwie. Ich will das, also eigentlich sonst, wenn ich es komplett, wenn ich sonst betrachtet hätte, Frankreich gegen Argentinien, hätte ich wahrscheinlich immer gesagt, dass ich will, dass Argentinien weiterkommt und nicht, dass Frankreich weiterkommt und dass Argentinien halt generell gewinnt. Aber wie gesagt, jetzt in der Konstellation will ich sogar, dass Frankreich weiterkommt. Ich denke, es wird ein total langweiliges Scheißspiel, weil beide haben mich überzeugt in der Vorrunde. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass Frankreich gewinnt. Frankreich hat auch das viel größere Potenzial am Ende, finde ich. Klar, Argentinien hat Messi. Aber schauen wir mal. Also ich sag, Frankreich gewinnt eigentlich auch nur 1-0, Freunde. Eigentlich nur 1-0, weil die haben so wenig gezeigt, die schießen nicht mehr Tore. Vielleicht 2-1. Achtelfinale, Uruguay gegen Portugal. Das ist ähnlich wie bei Frankreich, Argentinien. Eigentlich mag ich Uruguay. Gerade damals, als Forlan noch bei Uruguay gespielt hat, ich mochte Uruguay eigentlich schon sehr. Und ich war irgendwie nie so ein richtiger Portugal-Fan, obwohl ich eigentlich auch Ronaldo mag. Aber die spielen halt meistens relativ beschissen Fußball, außer Ronaldo. Und irgendwie mochte ich die nicht. Also irgendwie, ja, mag ich Portugal so nicht, ne? Dann haben sie aber total unverdient die Europameisterschaft gewonnen. Ich glaube, die einzigen unverdienteren EMs war Griechenland. Wobei ich zugeben muss, dass ich damals 2004, als Griechenland gewonnen hat, da habe ich mich noch nicht wirklich für Fußball interessiert. Das habe ich also so gut wie gar nicht wahrgenommen. Ich habe wahrgenommen, dass Oliver Pocher, damals war Oliver Pocher noch ganz cool, mit Elton eine EM-Reise gemacht haben nach Portugal, ich glaube im Wohnwagen, und haben da halt da eine Woche oder vielleicht sogar die ganze EM über da gewohnt und halt so ein paar Berichte gemacht. Das war für TV Total. Und das habe ich mitbekommen und alles, aber ich habe weder groß mitbekommen, wie wir in der Vorrunde rausgeflogen sind, noch habe ich irgendwie mitbekommen, wie sich Griechenland dann Finale gelackt hat und es dann gewonnen hat. Aber ich weiß ja, dass es ziemlich unverdient war, dass Griechenland total defensiv hässlichen Fußball gespielt hat und dann halt der Trainer nur noch Herakles genannt wurde. Nee, Quatsch, Rehakles, nicht Herakles. Rehakles. Der Rehagel wurde dann Rehakles genannt. Ja, und da war ja Portugal auch im Finale im eigenen Land und da wäre es, glaube ich, verdient gewesen zu gewinnen. Da war dann auch noch Luis Figo dabei und so. Also das wäre, glaube ich, ein cooler Titel gewesen. Aber das letzte Mal, die waren so scheiße, die waren nicht mal mit Abstand die beste Mannschaft im Turnier, nicht mal mit Abstand. Da gab es mehrere bessere Mannschaften. Ich glaube, Frankreich war besser, Frankreich war auf jeden Fall besser, ja. Deutschland war auf jeden Fall besser, selbst die Schweiz war besser als Portugal. Ich glaube, selbst Wales war besser als Portugal. Also treibt man sich an den Kopf. Und ich glaube ja auch bis zum Viertelfinale oder so haben sie kein einziges Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen. Also, so, das hat eigentlich nochmal das Ansehen von Portugal in meinen Augen total geschwächt, weil ich hasse das einfach, wenn dann so unverdiente Mannschaften oder wenn so Mannschaften total unverdienten Titel gewinnen. Genau wie damals Chelsea den Champions League Titel gewonnen hat, das hat mich auch so aufgeregt, weil ich habe nichts dagegen, also gut, Chelsea ist keine Außenseitermannschaft, aber ich habe nichts dagegen, wenn Außenseitermannschaften gewinnen und jede Mannschaft, die heutzutage Europameister, Weltmeister, Champions League und so weiter, jede Mannschaft, die halt irgendwie das wird, so ein Meister heutzutage, die hat meistens dann in irgendeinem oder vielleicht mal in zwei Spielen Glück oder ein bisschen Glück oder wie auch immer. Also es gibt halt immer kritische Phasen, wo sie hätten ausscheiden können. Das ist einfach heutzutage so, weil es gibt doch kleine Mannschaften, dieser Spruch, es gibt keine kleinen Mannschaften mehr, ist der dümmste überhaupt. Natürlich gibt es noch kleine Mannschaften. Aber
Trotzdem ist das Feld näher beisammengerückt, es gibt mehr gute Mannschaften und dementsprechend ist es immer so, dass egal was du gewinnst, meistens ist es so, dass du auf dem Weg dahin an irgendeinem kritischen Punkt warst, wo du hättest rausfliegen können. Da ist überhaupt nichts dabei, das stört mich auch nicht. Wie gesagt, Deutschland Weltmeister im Algerien-Spiel waren wir auch kurz vorm Rausfliegen. Und die Vorrunde war auch ein bisschen knifflig. Von daher, es ist immer so, Spanien die drei Titel. Ich glaube, abgesehen vom ersten, das war glaube ich der souveränste Titel, aber dann der Weltmeister und dann der Europameistertitel danach, da war, das waren auch schon kritische Titel und ich glaube, da hätten sie auch im, ich weiß nicht mehr, was im, in der WM oder ob es in der EM war, da hätten sie auch schon davor rausfliegen können. Also von daher, es ist ganz normal, aber trotzdem, insgesamt ist es meistens so, dass sie dann trotzdem spielen können. Aber Portugal, was die gezeigt haben, ist mir so auf den Sack, also keine Ahnung. Und wie gesagt, Chelsea auch so gelackt, dieser Champions League Titel, unglaublich. Egal, weiter. Also Uruguay, Portugal, das kann ich, wie gesagt, eigentlich mag ich Uruguay, eigentlich mag ich Portugal nicht so sehr, aber in der Konstellation, in dem Turnier, in dem Turnier will ich, dass Portugal weiterkommt. Ich sage, das ist total crazy. Normalerweise hätte ich immer gesagt, ich will, dass Uruguay weiterkommt, aber diesmal Portugal. Warum? Ich mag eigentlich Uruguay, aber wenn ich total unsympathisch finde, ist dieser Suarez. Oh Gott, wie der mir am Sack geht. Ich mag eigentlich auch Cavani zum Beispiel, aber dieser Suarez, der ist so unsympathisch. Es gibt es, der hat dreimal in dem, als Profifußballer einen gegnerischen Spieler gebissen. Dreimal! Ich habe mich schon, als das damals passiert ist gegen Chiellini, habe ich schon so aufgeregt, weil ich gesagt habe, ich verstehe erstens nicht, warum der überhaupt noch spielen darf oder warum der nicht eine viel, viel längere Strafe und viel härtere Strafe bekommt. Und halt generell so die Tatsache, jemanden beißen, ich habe das halt damals auch damit erklärt, das Problem oder das große Problem, was ich daran habe, ist erstens, dass er schon dreimal gemacht hat, was ziemlich krass ist, er lernt es halt einfach nicht. Aber was viel schlimmer ist, es gibt ja auch andere Spieler, die sich in gewissen Situationen nicht zusammenreißen können. Ribéry oder so. Aber was viel schlimmer ist, beißen ist halt was total Unnatürliches. Es ist was total Unnatürliches, jemand anderes zu beißen und dann noch auf dem Sportplatz oder beim Fußballspiel. Ich kann es halt, wie gesagt, nicht gutheißen, aber ich kann es nachvollziehen, warum so ein Rabiat wie Ribéry oder jemand, der halt eine kurze Zimtschnur hat wie Ribéry, warum der manchmal jemand ins Gesicht greift oder anpimmelt oder sowas, ne? Das sind einfach reflexartige Handlungen, für ihn zumindest. Und er schlägt ja auch normalerweise niemanden ins Gesicht oder so mit der Faust. Aber allein schon dieses blöde ins Gesicht greifen und die ganze Scheiße, das nervt halt total. Das mag ich auch nicht. Ich mag Ribéry eigentlich, aber das kotzt mich auch an ihm. So, aber das kann ich auch nachvollziehen. Also, ich würde sowas selber nie machen und ich kann auch nicht gutheißen, aber ich kann nachvollziehen, dass wenn man so ist wie er, halt eine aufbrausende Persönlichkeit, und dann im Eifer des Gefechts steht einmal gegenüber und dann greift man ins Gesicht und das ist einfach eine logische Handlung. Aber es ist keine logische Handlung, jemanden zu beißen auf dem Spielfeld und dann auch noch so sehr, dass er einen Abdruck hat. Ihr könnt ja, also ich glaube, war auch entweder, ich weiß gar nicht, geblutet hat es glaube ich nicht, aber halt Blut unterlaufen. Ihr könnt ja mal beißen, könnt ja mal gucken, wie fest ihr zubeißen müsst, damit sowas passiert. Und das ist einfach total unnatürliche Handlung. Wenn man jemanden wegrätscht, wenn man jemanden wegfault, wenn man jemanden wegrempelt, wenn man jemanden umschubst auf dem Fußballplatz, selbst wenn man jemanden wegtritt, was auch total beschissen ist, aber das sind alles in Anführungsstrichen nachvollziehbare Handlungen auf dem Fußballplatz. Aber ein Beißen, das ist als wenn ich, weiß ich nicht, ich kann gar nicht anders vergleichen, also weil halt alles andere irgendwie nachvollziehbar ist, aber Beißen ist halt einfach so unlogisch, ist einfach so unnatürlich, dass es einfach so dumm ist. Und wie gesagt, ihr merkt es ja schon, wie sehr mich darüber aufregt. Das nervt mich einfach so sehr an diesem Suarez, dass ich finde ihn so unsympathisch und der zieht die ganze Mannschaft runter wegen dem. Also das ist alles, ne? Der macht alles kaputt. So, und aus diesem Grunde kann ich Uruguay einfach nicht leiden, solange dieser Suarez da spielt. Das ist einfach das Problem. Und deswegen bin ich definitiv für Portugal und Ronaldo. Und ich denke, die haben auch gute Chancen, gegen Uruguay weiterzukommen. Es ist sehr schwer einzuschätzen, wenn Ronaldo gar nichts zeigt, können sie auch rausfliegen, wenn Ronaldo viel zeigt, können sie auch 3-0 gewinnen, deswegen, ich denke aber, es wird eher so ein 1, wieder knapper Sieg, 1-0 oder so. Jetzt schauen wir nochmal in meine Tipprunde rein. Es ist so bitter, ne, ich war vor kurzem noch Zweiter, ganz kurz mal auch Erster, aber ich glaube nur während eines Spieltags, also nicht danach. Aber ich war auf jeden Fall während nach eines Spieltags Zweiter. Und jetzt bin ich einfach mal Sechster. Es gibt aber auch zwei sechste Plätze, das haben wir auch nicht vergessen. Ich bin einfach mal Sechster und mir fehlt. Oh Gott. Und mir fehlen
15 Punkte schon auf den ersten. 15 Punkte auf den ersten. 15. Das ist so viel. Die Vorrunde ist vorbei. Das Turnier ist für mich gelaufen. Ich werde irgendwann nicht mehr Erster werden. Top 3 ist theoretischerweise noch möglich. Auf den zweiten fehlen mir bloß 8 Punkte. Und auf den dritten fehlen mir 6. Also das ist noch theoretischerweise drin, aber oh, wie ich halt einfach so beschissen tippe bei Turnieren, das ist unglaublich. So, was habe ich denn getippt bei den zwei Achtelfinals? Ich habe getippt 2-1 Frankreich gegen Argentinien. Will ich das lassen, mich auf 1-0 tippen? Na nee, Messi ist schon mal gut für ein Tor, ich sag 2-1. Und Uruguay Portugal habe ich 2-1 Portugal getippt, aber ich glaube, da tippe ich um auf 1-0 Portugal. So, das Problem ist, oder was das Schöne ist, nicht das Problem ist, das Schöne bei den Tipps ist, das sind halt einfach Mannschaften, da geht es in beide Richtungen. Das heißt, es werden auch einige in meiner Tipprunde für die jeweils andere Mannschaft getippt haben, also Argentinien oder für Uruguay. Das heißt, sollte es so kommen und zumindest erstmal die beiden Mannschaften weiterkommen, für die ich getippt habe, dann werde ich auf jeden Fall gut machen. Auf wen, weiß ich nicht. Ich hoffe auf ein paar Leute, die vor mir sind, aber ich brauche jetzt hier keine Risikotipps auspacken, weil das kann halt in beiden Seiten ausgehen. Das ist schon mal cool. Und da hoffe ich einfach mal, dass das für mich läuft. Was ich halt immer dumm finde, ist, das Ergebnis, das man eingeben muss, das ist nach dem Elfmeterschießen. Oh, wer hat sich denn das ausgedacht? Warum denn nicht nach 90 Minuten? Ich meine, klar, da muss man halt auch Unentschieden mit einkalkulieren. Das ist auch nicht so geil. Aber das mache ich halt lieber, als mir zu überlegen, ob nach einem Elfmeterschießen es vielleicht 6-5 oder 5-4 oder 5-3 oder sowas steht. Oh mein Gott. Komplett dumm. Also, verstehe ich nicht. Egal. Bis zum nächsten Mal. Euer Praxis. Heute gibt es ja keinen Fußball, deswegen erst morgen wieder, also erst morgen Abend oder dann halt am Sonntag gibt es den nächsten Bericht meinerseits. In diesem Sinne, macht's gut, euer Paxis. Ich hoffe, ich lade es jetzt hier hoch und vergesse es nicht, weil ich zu faul bin und denke, oh, du hast noch Zeit. Macht's gut.